echtes 4K. Sehe ich bestimmt gleich viel älter aus. Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Kennt ihr das auch? Ihr habt irgendwie euren Reisetrip geplant, kommt da bei den coolen Fotospots an und irgendwie steht die Sonne nicht da, wo ihr sie gerne hättet. Die Schatten versperren euch die Sicht und irgendwie sieht es einfach nicht so aus, wie ihr es gerne haben wolltet. Und ihr ärgert euch und das ist total doof. Das Problem hatte ich auch schon ein paar Mal, deswegen habe ich mich ein bisschen schlau gemacht und habe seit einer Weile eine App, die ich dafür nutze. Und nun habe ich aber eine ganz neue App ausprobiert und die ist richtig, richtig cool. Die habe ich auch genutzt, um meine Basteifotos zu machen. Konnte ich vorher genau planen, wann die Sonne wie steht und wie die App heißt und wie sie funktioniert. Das zeige ich euch jetzt nach dem Intro. So, Screen Recorder App läuft, sehr schön. Also, die App, um die es heute geht, heißt Sunny Tracker. Das ist eine richtig coole App, da hat mich vor, ich glaube, 3 Monaten mittlerweile schon, hat mich der Entwickler der App angeschrieben, hat meine Fotos und Videos gesehen und hat einfach gefragt, ob ich nicht Lust hätte, die App mal für meine Fotografien auszuprobieren und wenn ich Lust habe, was darüber zu berichten. Und ich habe die App jetzt ausgiebig ausprobiert, besonders jetzt in meinem Kurztrip und dort ganz besonders bei meiner Fahrt zum App Sandsteingebirge, denn da wollte ich ja abends hin und da hat sich die App halt unheimlich gut gemacht. Das heißt, ich konnte genau sehen, wann die Sonne wo steht, wie die Schatten fallen und es ist echt super, super praktisch. Also, wir sind jetzt in der App und wie ihr sehen könnt, sind wir in Berlin und ich zeige euch das einfach jetzt mal am Beispiel. So sieht die Oberfläche aus. Es ist klassisches Google Maps mit all diesen typischen Punkten. Hier Checkpoint Charlie oder ne, das Übliche, man drückt drauf, ist dann irgendwo und hier seht ihr schon, wie die Sonne läuft. So, und hier unten am Rand, da fangen wir mal an, da habt ihr so die Stunden, die könnt ihr hier verstellen, ne, von dann bis dann. Seht ihr, wie die Sonne läuft, welchen Winkel sie hat und das ist tatsächlich auch so, wie die Sonne dann geht. Und hier ist halt Nacht, da ist ja nichts. So, ihr könnt auch hier oben gleich drauf gehen, Doppelklick, nee, einfach Klick auf die Uhrzeit, so. Und dann könnt ihr die Uhrzeit auch direkt einstellen. Und dann könnt ihr hier auch das Datum nehmen und könnt das Datum einstellen, wenn ihr euren Trip im Vorhinein plant, damit ihr genau wisst, okay, dann und dann fahre ich zu dem Spot, dann fahre ich zu dem, halt sehr praktisch. So, wenn ihr den Raum zoomt und ihr geht durch die Gegend, dann seht ihr auch irgendwann, dass sich der Sonnenstand so ein bisschen ändert, weil er ist ja abhängig von der Region, in der man wohnt. Ich muss hier mal... So. Dann seht ihr, hier ist er steil, hier ganz oben. Also es ist auch wirklich örtlich angepasst, das funktioniert also. Gehen wir wieder zurück nach Berlin. So, und damit wir das testen können, machen wir jetzt einfach mal zusammen das Elbsandstein-Beispiel. Das heißt, ich gehe jetzt mir hier rein, Bastei, zack. Mich verschrieben, hat er trotzdem gefunden. Mal ein bisschen reinzoomen. Da, Bastei-Aussicht, Bastei-Brücke, da wollen wir hin. So, ich bin jetzt gefahren am... Ich glaube, am 1. Mai. Das heißt, ich konnte das im Vorhinein planen, habe gesagt, okay, ich will abends da sein. So, und jetzt kann man hier natürlich gucken, wie die Sonne ist. Man kann aber auch richtig praktisch gleich hier in die App gehen, geht hier auf Datenansicht. Und dann hat man die ganzen Daten. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Tageslänge, blaue Stunde, Sonnenuntergang, blaue Stunde, Abenddämmerung und so weiter und so fort. Da sehe ich also, Sonnenuntergang ist von 20.20 Uhr bis 20.24 Uhr. Weiß ich also, okay, wenn ich goldene Stunde fotografieren will, muss ich ca. 19 Uhr da sein. Dann habe ich noch eine Stunde, ein bisschen früher kommen aufzubauen. Dann habe ich genug Zeit, um die Bastei im Sonnenuntergang zu fotografieren. So, diese App jetzt hier hat aber noch einen sehr, sehr coolen, wichtigen Zusatzpunkt. Neben all den kleinen Features, da komme ich gleich noch zu. Und dieser Zusatzpunkt heißt Schattensimulation. Und der ist mega geil. Ihr geht also, stellt ihr auf OK. So, jetzt bin ich hier meinetwegen Bastei. Ich sage, ich will 19 Uhr hier sein, am 1. Mai. Okay. Und jetzt suche ich mir aus, wo ich ein Gebilde habe. Zum Beispiel habe ich jetzt hier den Stein. Drücke ich mal drauf. Zack. Etwas länger. Genau. Und gebe jetzt die Höhe an. Der Stein, da ist, ich denke mal, ca. 10 Meter hoch. Also von der Bodenfläche, ne? Okay. So, und dann seht ihr, dass um 19 Uhr der Schatten von dem Stein bis dort hinten fällt. Oder wenn ihr jetzt hier hinten auf die Bäume geht,
Das war der Punkt, den ich leider nicht bedacht hatte, dass da noch Bäume sind, die höher sind. Sonst hätte ich noch ein bisschen besseres Licht gehabt, aber ist ja trotzdem ein schönes Foto geworden. Die sind jetzt meinetwegen vom Boden, die gehen da recht hoch, ne? 20, oder vielleicht war 25. So, und dann seht ihr, dass quasi von dort oben die Schatten bis dahin, also ganz schön weit reichen. Und wenn ich jetzt hier nochmal den kleineren nehme, hier die, und dann gebe ich vielleicht 20 Meter ein. So, dann seht ihr, dass eigentlich durch die Bäume hier auf der Seite die Bastei fast vollkommen Schatten ist und dass es deshalb sinnvoller ist, früher zu kommen. Wenn ihr jetzt halt beigeht und ihr regelt die Uhrzeit, dann seht ihr, es wird später, Schatten werden länger, es wird kürzer, Schatten ändern sich. Und nun wisst ihr, okay, wenn ihr so 18 Uhr, 18:40 ein bisschen früher da seid, dann habt ihr die Schatten nicht so lange und dann solltet ihr noch sehr gut die Bastei fotografieren können. Ja, das ist halt richtig, richtig cool. Oder meinetwegen, ihr geht mal Ort suchen, Frauenkirche. Ihr wollt die Frauenkirche in Dresden fotografieren. Frauenkirche. So, da sind wir. Und dann möchte ich hier mal gucken. Das heißt, ich drücke jetzt hier länger drauf. Schatten, ich weiß jetzt nicht, wie hoch die ist. Ich tippe jetzt mal auf 35 Meter. Wirklich, keine Ahnung. So, dann seht ihr, die Schatten fallen. Ach, da ist der Strich. Die Schatten fallen um 18 Uhr nach dort. So, und wenn jetzt meinetwegen von vorne, ich weiß gar nicht, also vom Platz fotografieren wollt, dann seht ihr, dass, wir drehen mal noch ein bisschen, dass quasi zur Mittagszeit der Schatten nach hinten fällt und in der Morgenstunde, wenn ihr ganz früh kommt, naja, der Schatten so ein bisschen auf der Seite steht, also wahrscheinlich schon leicht die Sicht verschwindet. Also Sonnenaufgang wird vielleicht schwierig, ganz im Sonnenaufgang klein bisschen später, dann sollte man da gute Fotos machen können. Ja, das ist grundlegend, wie diese App funktioniert. Halt sehr cool. Es gibt noch weitere Features, man kann sich Orte speichern, wenn man das möchte. Man kann sich eine 3D-Ansicht nehmen, das heißt so, dann sagt er hier jetzt Smartphone schwenken, ich mache das mal kurz, damit das Gyroskop genauer wird, okay. Und dann kann man jetzt hier gucken, wo die Sonne irgendwie steht. 9 Uhr, 10 Uhr, 12 Uhr und die Sonne steht dort. Kommt es hin? Ja, die geht tatsächlich da hinten runter. Naja, so ist sie schon fast weg. Geht sie da? Ja, doch. Ansonsten halt nochmal ein bisschen drehen. Wenn's, ich hatte es vorhin schon mal ein bisschen probiert. Da war es dann erst so ein bisschen daneben. Dann habe ich hier so geschwenkt und dann war es nachher tatsächlich ganz genau. Ja. Jetzt sagt er da auf der anderen Seite, das gibt Sinn. Ja, jetzt, da geht sie tatsächlich unter, da geht sie auf. Ich gucke aus dem Fenster nicht aus. Na, alles gut. Also es passt, ihr müsst ein bisschen drehen und kann man halt auch machen, diesen Spaß. Diese Funktion, das ist so eine Funktion, die würde ich zum Beispiel dann wirklich nutzen, wenn ich jetzt irgendwo bin und ich bin gleich vor Ort und ich will gucken, wie am Tag noch die Sonne irgendwie fällt, dann kann ich gleich gucken und sage, okay, da steht der Baum, da will ich Foto machen. Und dann muss ich, okay, gucken, da steht die Sonne, ist also ungünstig. Wenn ich in die Richtung fotografiere, muss ich in die andere Richtung fotografieren oder das braucht man halt an der Stelle. Für sowas würde ich das halt im praktischen Einsatz nutzen oder halt für die Fotografie. Das nenne ich mal einen richtig harten Schnitt. Ja, wie ihr sehen könnt, ist ein anderer Tag, es ist plötzlich morgens. Ich hatte gestern die Aufnahme im Prinzip fast durch und dann stand bei der M50 im Bildschirm, dass ich die Batterie wechseln muss, weil der Akku leer ist. Sehr unpraktisch. Ich habe, seitdem ich die habe, schon ein paar Mal gefilmt und ein paar Einstellungen probiert. Ich hatte mal das Standardprofil probiert, das Normalprofil, entsättigt, mehr entsättigt, weniger entsättigt und naja, also was verschiedene Sachen ausprobiert und naja, als ich die Aufnahme hier gestartet habe, habe ich den Akku nicht nochmal vorher geladen. Die Batterie ist auch noch wirklich recht klein. Aber es sah zumindest im Bildschirm so aus, als würde der Akku durchhalten, hatte dann aber nicht. Glücklicherweise hatte ich das, was ich sagen wollte, schon gesagt und nur noch ein bisschen rumpalavert und mich verabschiedet. Das nehme ich jetzt gleich nochmal auf. Wen es jetzt interessiert, wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt auch dichter. Hat den Grund, dass ich vorher mit dem 14 mm gefilmt habe, denn das Standardobjektiv, was ich dazu bekommen habe, das ist 18 bis 150. Das ist eigentlich auch ziemlich cool. Das ist auch hier für die Aufnahmen nicht stark genug, das ist gar nicht das Problem. Allerdings habe ich in 4K ein, ich glaube, 2,74er Crop, also es ist richtig gekroppt. Das ist, wenn ich hier zu Hause filme, eigentlich vollkommen wurscht. Ich kann die Kamera ja irgendwo hinstellen. Allerdings wollte ich den Winkel nehmen, weil ich nebenbei noch die Cinema-Kamera zu laufen habe, um das ein bisschen mehr anzugucken, wie der Unterschied aussieht. Und habe halt das 14 mm nehmen müssen, damit ich auf die gleiche Zoom-Distanz komme wie bei meiner Cinema-Kamera mit 20 mm.
Und ja, allerdings ist es jetzt draußen hell und hier an der Seite, das Fensterdach, da spiegelt halt unheimlich doll die Sonne. Deswegen habe ich jetzt einen Polfilter drauf gemacht und auf dieses hier passt halt schwer ein Polfilter drauf, weil das so rund ist. Und jetzt habe ich das 16-35 F4L von Canon drauf, was ich sonst immer nutze, und da passt der Polfilter drauf und dann geht ein bisschen die Spiegelung aus dem Grün raus und aus dem Häuschen raus. Deshalb seid ihr jetzt auch dichter und auch noch schärfer. Ich hatte gesehen, dass der Autofokus vorher, also beziehungsweise der Manuellfokus vorher nicht hundertprozentig saß. Das hier hat sich mit dem Autofokus etwas schlecht gemacht. Das ist immer rein und raus gegangen, deswegen habe ich manuell fokussiert und hatte gestern vergebens die Zoom-Taste gesucht, also wie ich das Bild ranzoomen kann, aber gestern Abend schien ich blind gewesen zu sein. Heute habe ich es dann hinbekommen und habe jetzt auch mein Gesicht scharf gestellt und nicht gefühlt scharf gestellt. Jetzt sollte das Gesicht also scharf sein. Gut, genug der Rede. Ich habe euch die App gezeigt. Ihr habt gesehen, wie sie funktioniert, was man damit machen kann. Die Frage noch, ob ich eine Empfehlung dafür aussprechen würde für 5 Euro. Ich würde es definitiv machen. Cool wäre, wenn die App vielleicht in Zukunft noch sowas bekommt, wie dass man die goldene Stunde sehen kann. Also sowohl goldene Stunde Sonnenaufgang, goldene Stunde Sonnenuntergang. Ich meine, letztendlich weiß man, dass die Sonne geht auf. Man hat ungefähr eine Stunde Zeit, goldene Stunde, die Sonne geht unter. Man hat eine Stunde Feuerzeit. Ob man es so reinschreiben muss oder nicht, ja, eigentlich weiß man das auch so, aber man kann es jetzt hinweis irgendwie mit reinschreiben. Und eine Sache, die richtig cool wäre, falls der Entwickler zufällig zusieht und man das einbauen kann, man hat ja das Google Maps Overlay, die Karte. Und ich weiß nicht, ob es irgendwie möglich ist, dass man direkt in seinen eigenen Google Maps Account kommt. Denn ich mache das zum Beispiel so, wenn ich irgendwelche coolen Spots sehe, meinetwegen bei Instagram, und ich sehe von den Fotografen, denen ich folge, irgendwelche coolen Spots, die ich auch mal gerne besuchen möchte, dann klicke ich immer gleich auf den Spot, wenn er irgendwie da ist, öffne das in Google Maps und lege mir da gleich eine Flagge an, also speichere das als Ziel, was ich besichtigen möchte. Ist halt relativ cool und simpel. Und wenn ich dann mal irgendwo hinfahre, eine Route, dann öffne ich halt einfach die Karte und gucke, okay, da ist ein Spot, da kannst du hinfahren, da ist ein Spot, da kannst du hinfahren, da ist ein Spot, da kannst du auf dem Weg hinfahren, ist halt sehr praktisch. Und wenn das jetzt in dieser App schon drin wäre, wäre das natürlich noch cooler, wenn ich halt weiß, ich fahre zur Bastei, habe da schon in Google Maps gespeichert und habe dann hier gleich auch den Speicherpunkt an genau der Stelle von der Bastei, wo ich halt hin möchte. Ja, das braucht man nur nicht unbedingt, man weiß ja, wo man hinfährt, und wenn man vor Ort guckt, dann ist auch egal, aber wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt, das einzubauen, ich weiß ja nicht, wie das von Google-Seiten aussieht, ob das überhaupt geht, das wäre natürlich dann noch eine coole Sache. Ansonsten, richtig geile App, ich würde sie definitiv kaufen, ich würde dafür auch 10 oder 15 Euro ausgeben, gerade wenn man halt auch Videos dreht, zum Beispiel auf Hochzeiten oder so, man hat wirklich diesen einmaligen Moment und man muss die Kameras vorher installieren, muss sich überlegen, wo die Kameras halt stehen, dann wäre schon wichtig oder ist es besonders wichtig, dass man weiß, wie das Licht irgendwie fällt. Sicherlich, man kann auch vorher den Ort besichtigen, zur selben Tageszeit, aber manchmal geht es halt irgendwie nicht, und wenn man dann wenigstens die App nehmen kann und dann gucken kann, okay, die Sonne steht da, also fällt durch das Fenster und der Schatten fällt so, und dann weiß man halt, okay, gegen Sonnenfilm ist halt doof, ich stelle mich auf die andere Seite hin und baue da die Kamera auf. Und dann ist halt super praktisch und empfehle ich wirklich jedem, der irgendwie professionell mit Fotos oder Film unterwegs ist, solche Apps wie zum Beispiel diese hier zu nutzen, um zu prüfen, wie der Sonnenstand ist. Auf dem Weg zur Bastei zum Beispiel hat meine Frau die App genutzt, die sich eigentlich mit technischen Sachen so überhaupt nicht wirklich auskennt und da auch gar kein Interesse für hat, und es muss halt irgendwie funktionieren oder man nutzt halt was anderes. Und ja, wir hatten immer so ein bisschen wenig Internet halt irgendwie unterwegs, und kurz vor der Bastei, da hatten wir dann wieder Netz im Auto, habe ich sie gefragt, ob sie mal kurz gucken kann. Sie hat die App irgendwie geöffnet und ja, 2-3 Minuten später wusste sie halt, wie Licht und Schatten fällt, ohne die App vorher jemals genutzt zu haben. Also es ist wirklich super einfach, super selbsterklärend, und ja, ich würde definitiv meine Kaufempfehlung und 5 Sterne für die App geben. So, ich bin jetzt mit allem durch, was ich sagen wollte, zum zweiten Mal. Also ich hoffe, euch hat das Video irgendwie gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und wisst jetzt, wofür so eine App da ist, wofür man sie sinnvollerweise nutzen kann und ob ihr sie vielleicht gebrauchen könnt oder nicht. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen das erklären und ein bisschen nahelegen. Jetzt seid aber ihr gefragt. Mich würde wirklich sehr gerne interessieren, ob ihr auch solche Apps nutzt und wenn ja, wofür. Ob ihr solche Apps halt überhaupt nicht nutzt und ob ihr die App irgendwie praktisch findet. Und ihr könnt auch vielleicht gerne beischreiben, wenn ihr schon eine ähnliche App nutzt und die jetzt vielleicht nutzt, was euch da vielleicht fehlt oder was ihr anders machen würdet, was ihr vielleicht besonders toll findet, schreibt das nochmal gerne unten drunter. Vielleicht guckt der Entwickler ja auch das Video und freut sich über das Feedback und hat vielleicht noch ein paar coole Ideen, um die App weiterzubringen. Ihr wisst ja, viele Ideen schaffen ein geiles gemeinsames Produkt. Gut, so viel dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben, den Kanal abonnieren, ihr wisst ja, wie das geht. Und dann sehen wir uns
das nächste Mal wieder in der Vergangenheit zum nächsten Reisebericht aus meiner Deutschlandreise. Bis dahin, reinhauen.